Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, als Saskia Berg ihren Dienst auf der Albatros 2 antritt, sucht das Schiff der Küstenwache gerade noch einen verschwundenen Fischstrahler ab, der seit einigen Monaten verschwunden ist. Wegen des letzten Funkspruchs wird ein Sinken des Schiffes vermutet. Doch das ruhige Absuchen des Meeresbodens wird hier unterbrochen, als ein brennender Fischkutter um Hilfe funkt. 2007 und 2008 lief die 11. Staffel der Küstenwache erstmals auf dem ZDF. Die langlebige Serie hat auch heute noch viele Fans, die sich die Folgen immer mal wieder ansehen wollen. Gelegenheit hierzu bietet die DVD-Veröffentlichung von Studio Hamburg, die die 21 Folgen in einer Box parat hält. Gleich die erste Folge stellt das neue Mitglied des Teams sehr genau vor, denn Saskia Berg spielt im Verlauf der Folge noch eine sehr entscheidende Rolle in der Geschichte um den verschwundenen Fischstrahler. Später integriert sie sich schnell in die bestehende Gruppe und hilft mit viel Einsatz und Geschick bei den zu lösenden Fällen, wie ihre Kollegen auch ist sie ein angenehmer Charakter, der aber recht wenig Wandlungen durchmacht. Im Mittelpunkt stehen nämlich immer klar die Vorgänge an der Küste, die ernst und kurzweilig erzählt dargeboten werden. Auch wenn dabei viel Abwechslung innerhalb der einzelnen Episoden geboten werden und immer neue Themen Erwähnung finden, ich schaue die Episoden lieber mit etwas Abstand an, denn Wiederholungen in der Erzählweise tauchen immer wieder auf. Das wirkt auf die Dauer manchmal etwas eintönig, wirkliche Überraschungen bleiben dabei oft aus. Nichtsdestotrotz werden hier unterhaltsame und actiongeladene Episoden dargeboten, die Fans der Serie vollkommen überzeugen dürften. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.